Es gibt so nervige Super-Weeaboos, die alles an Japan geil finden und die sofort einen dummen Spruch machen, wenn du irgendwas darüber sagst, dass hier halt nicht alles aus Zucker ist, so. Kommen wir aber mal zu positiven Dingen. Ich habe überlegt, mich hat heute jemand gefragt, was magst du eigentlich? So, also hat einfach so jemand gefragt, was ich so mag. Dann habe ich drüber eine Sekunde, ich suche das mal raus, was ich dann geschrieben habe. Ich habe dann, glaube ich, einfach mal schnell so eine Liste geschrieben, so Dinge, die ich mag. Ich habe geschrieben, Menschen, also People, Plants, Cake, Cold Beaches, Cooking, Calm Music, Short Stories und Fun Facts. Und das war noch lange nicht alles, was ich so mag. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was gibt's für Dinge, die ich mag, die, glaube ich, komisch sind für manche andere Menschen. So, und da war kalte Strände, war da dabei. Weil kalte Strände ist was, wenn ich das hier zu Leuten sage, sind die immer so, hä, wieso mag man denn kalte Strände? Aber da haben wir auch schon mal im Stream drüber geredet, dass ich halt kalte Strände einfach besser finde. An kalten Stränden ist erstens weniger los. Da nervt mich halt keiner. Da ist so gut wie niemand, da kann ich stundenlang rumstehen und machen, was ich will. Und das ist natürlich einfach so wie, was soll ich sagen? Ah, Berge. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, sie finden Berge so toll. Wenn sie irgendwo sind, das gibt ihnen so ein Gefühl von Gemütlichkeit. Oh, ich fühle mich gefangen zwischen Bergen. Ich finde das ganz schrecklich. Also wenn ich so sitze und überall um mich rum sind halt Berge, dann habe ich so das Gefühl, mein Geist und mein Körper sind eingeschränkt und gefangen zwischen diesen Bergen. Weil ich das halt nicht kenne. Ich bin halt nicht zwischen Bergen aufgewachsen. So, und wenn ihr mal drüber nachdenkt, wo ihr aufgewachsen seid, dann, wenn ihr im Norden rumhängen würdet und ihr seht nie einen Berg, würdet ihr sagen, oh, Berge sind so schön, das fehlt mir. So. Und für mich ist es halt einfach umgekehrt. Ich mag Menschen, aber ich mag auch meinen Strand für mich alleine haben. Du, von Kontrasten lebt das, was wahrnehmen, das Schöne ist manchmal, ne? Und je häufiger man genießen kann, alleine zu sein, desto mehr kann ich genießen, wenn ich es nicht bin. Ist Tokio mit all den Hochhäusern dann nicht der Horror für dich? Ich finde, es geht noch. Also, ich muss an sich halt sagen, ich wohne auch nicht mega gerne in einer Großstadt. Ich kann in einer Großstadt wohnen, aber ich habe auch gerne wohnen, ehrlich gesagt, lieber im Randbereich beziehungsweise auf dem Land. Hören dich eigentlich deine Nachbarn, wenn du vom PC Deutsch sprichst? Bestimmt. Seit meiner Weihnachtsfeier hassen die mich sowieso, deswegen ist eh alles egal. Als ich runtergegangen, habe ich schon mal erzählt, ne? Als ich runtergegangen bin, mich entschuldigt habe und denen Schokolade gegeben habe, hat ich ihr das gegeben, hat mich irgendwie in auf Japanisch dann ganz, ganz doll entschuldigt und da bin ich nur so, Daijoubu, bekommen. Und das ist halt das Äquivalent von, du kannst sagen, was du willst, du bist für uns unten durch. Oder meine Sprachlehrerin hat gesagt, es kann auch sein, dass die einfach ihre Ruhe haben wollen. Die wollen einfach nur nicht mit mir befreundet sein, das kann auch sein. Was ist passiert? Naja, es sind, glaube ich, zwei Hauptevents. Nummer eins, ich hatte die Feier angekündigt. Es war bis 11, alles okay, so. Zwei Hauptprobleme. Nummer eins, zwei Bekannte von mir, deren Namen ich nicht nennen möchte, eine davon Delfina, wollten rauchen gehen. So, und wie ich schon sagte, man raucht nicht auf meinem Balkon. Ich schicke die Leute halt zum Getränkeautomaten. Der Getränkeautomat ist, ich will nicht untertreiben, ganz, ganz großzügig 5 Meter von meiner Eingangstür entfernt. So, die beiden gehen also runter, machen sich eine Kippe an und rauchen direkt vor meiner Haustür. Natürlich. Ich habe halt vorher gesagt, das sollt ihr bitte nicht tun. Meine Nachbarn haben extra gesagt, sie möchten das bitte nicht, weil die Kinder haben und so. Es gehört sich überhaupt nicht, vor der Eingangstür zu rauchen in Japan. Das macht man wirklich überhaupt nicht. Das ist so richtig, richtig geht gar nicht. Weil da halt andere Leute auch rein wollen. Ich habe zwar meine eigene Tür, aber direkt daneben ist die andere Tür. So, war halt eine Feier passiert. Das ist noch nicht das Schlimme. Jetzt kommt jemand die Straße runter. Und es waren halt relativ viele Leute über den Tag verteilt hier. Das heißt, die waren auch nicht sich so sicher, wer sind meine Freunde und wer nicht und so. Kommt also jemand die Straße runter und die gucken so, ah, hey, und sind halt auch noch so, ha, hallo, wir sind hier, komm ruhig rein. Der Typ kommt auf die zu, guckt die ein bisschen fragend an, dann spricht die zweite Person, die dabei ist, die Person auf Japanisch an. Das ist halt mein Nachbar. Und die haben den halt quasi angebrüllt auf der Straße, so, komm rein, ey, mit Kippen in der Hand, direkt vor seiner Haustür, so. Ich denke mal, da waren die schon nicht mehr so richtig geil, auf mich zu sprechen, nachdem die mich gebeten hatten, explizit nicht vor der Tür zu rauchen. Die sind wieder oben, das könnte man ja noch verzeihen. So, es ist 11:15. Um 11 hatte ich gesagt, schmeiße ich alle raus. So, weil ich halt gesagt habe, ey, wir haben Kinder, ich möchte halt nicht bis 12 feiern. Und wir wissen alle, wenn du sagst, um 11 alle raus, dann so um 11:30 ist dann wirklich Schluss oder so. So, ich glaube, um 12 war dann die letzte Person raus. So, 11:15. Klingelt's an der Tür. Ich mach die Tür auf, Tay ist da, ne? Tay, der Typ, der hier in meinem Handy auf dem Bild ist. So. Tay ist da. Und Tay so, haha, ich habe eben bei deinen Nachbarn geklingelt. Und ich so, ah, ja, kann ja passieren. Und er so, ja, nee, dreimal, weil keiner aufgemacht hat.
Dann hat er halt einfach um 11 Uhr abends bei meinen Nachbarn geklingelt, die einen 3-jährigen Sohn haben, bis da jemand aufgemacht hat. Er hat da halt einfach geklingelt, bis jemand geöffnet hat. Ja. So, und ich war dann halt 2 Tage später unten und hatte irgendwie so eine Schachtel Pralinen geholt, was weihnachtlich ist, und hat irgendwie noch ein bisschen Tee dazu gepackt und hab halt geklingelt und so und hab halt einen Moment gewartet, hab mich entschuldigt und ich hab halt an ihrer Reaktion, die sind wirklich sehr nett, und ich hab halt an ihrer Reaktion gemerkt, hat die halt überhaupt keinen Bock drauf. Also, ich sage ja, entweder möchten die einfach kategorisch ihre Ruhe haben, und meine Sprachlehrer und meine Freunde sagen auch, das gibt's in Japan einfach. Man ist mit seinen Nachbarn in der Regel nicht befreundet in der Stadt. Man will seine Ruhe haben, zu Hause ist extrem privat, man möchte mit seinen Nachbarn eigentlich nicht befreundet sein, man möchte mit denen keine Gespräche führen und so. Und das heißt, sie war total höflich, aber es fühlte sich nicht so an, als ob das wirklich kein Problem war, diese Party. War zu viel für ihre Zahlen sind. Sie ist genau genommen nicht mal Japanerin. Also sie ist, lebt schon eine ganze Weile hier, ist aber Taiwanesin. Sag mal, Taiwanesin, Taiwanerin, das ist im Deutschen so dumm, ne? Taiwanesin, glaube ich, sagt man immer noch, ne? So, und deswegen die Frage, ob die mich hören, wenn ich streame, ich denke mal schon. Mein Vorteil ist, die haben halt Kinder und der eine Sohn, der schreit auch gerne mal rum. Und das stört mich halt gar nicht. Und das habe ich ja schon mal gesagt, ist immer gut. Der Vorteil, wenn man laute Nachbarn hat, ist, dass man auch laut sein kann, weil die ja auch laut sind. In Deutschland hätte das direkt einen laminierten Zettel gegeben. Boah, wenn sich in Japan, wenn du dich bei der Hausverwaltung beschwerst in Japan, das ist schon serious business, so. Das sollte man wirklich nur machen, wenn es wirklich ein richtiges Problem gibt, so. Also bei einem Zettel von seiner Hausverwaltung bekommen, man kriegt halt nur eine Verwarnung. Beim nächsten Mal fliegt man halt raus. Also man sollte sich gut überlegen, ob man seine Nachbarn anschwärzt, weil es geht halt echt schnell, dass für die da richtig Probleme draus entstehen. So. Sturmklingel, naja, 3-mal geklingelt. Er hat halt geklingelt, ewig gewartet, wieder geklingelt, ewig gewartet, nochmal geklingelt. Und ich dachte halt die ganze Zeit, Alter, ey, schreib uns doch. Oder, weil er, ich meine, was ich verstehen kann, er dachte halt, ist halt eine Party, kann halt passieren. Und meine Gebäudename ist verwirrend, so. Aber nicht mit der Tür. An der Tür steht halt eine Nummer, die ist nicht meine Hausnummer. Das ist halt wirklich, man läuft bis dann beim anderen Gebäude. Da kann es passieren, dass man da klingelt. Aber naja. Bleibst du länger als 2 Jahre in deiner Wohnung und bezahlst für diesen Zusatzmonat, dass du länger drin wohnen darfst? Du meinst, eine Extension-Fee. Man muss in Japan ja zum Einzug irgendwie Unmengen Unsummen bezahlen, aber man muss auch, wenn dein Vertrag nach 2 Jahren ausläuft und du weiter da wohnen willst, musst du auch nochmal eine extra Monatsmiete bezahlen, um den zu verlängern. Und ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Ich finde meine Wohnung wunderschön, aber ich sag's halt ehrlich, ich habe einfach keinen Bock, denen nochmal Geld zu geben, damit ich hier noch länger wohnen darf. Nehme ich die Kohle lieber und zieh um. Kannst du ein Schild an deiner Tür machen? An meiner Tür ist ein Schild, also. Ich kann es halt verstehen, wenn zum Beispiel die Lieferleute das nicht so hat, ne? Mein Name ist komisch für die, dann ist da, steht das da halt nur in Romaji dran, also quasi in unseren Buchstaben und so. Das ist einfach ein bisschen verwirrend und da kann das schon mal passieren. Und in Japan haben viele Leute keinen Namen an der Wohnungstür, wenn man in Apartments wohnt, weil die Wohnungen halt eine eindeutige Bezeichnung normalerweise haben und einfach möchten ihre Privatsphäre schützen. Die möchten halt einfach nicht, dass ihr Name an der Tür steht. Ist ein Mietvertrag immer zeitlich begrenzt in Japan? Es kann sein, dass es das gibt, dass das nicht ist, aber das wäre mir neu. Also wird aus dem Grund oft in Japan umgezogen oder ist die Zahlbereitschaft recht hoch? Wird schon häufiger umgezogen. Also das Ding ist, der Wohnungsmarkt ist halt auch sehr schnell. Also es gibt auch in dem Podcast eine ganze Episode zu. Normalerweise fängst du an, eine Wohnung zu suchen und 2 bis 4 Wochen später hast du eine Wohnung und ziehst um. Also das ist nicht wie bei uns, dass man 3 Monate Kündigungsfrist hat, seinen Umzug lange plant und so. Du weißt halt, dein Vertrag läuft aus und du fängst 1 Monat vorher an zu suchen und suchst dir dann was. Wenn ich vorher ausziehen will, muss ich eine Cancellation Fee zahlen. Wenn ich einziehen will, muss ich Key Money zahlen. Wenn ich ausziehen will, dann muss ich eine Gebühr dafür bezahlen. Wenn ich verlängern will, muss ich eine Gebühr dafür zahlen, dass ich verlängere. Du musst immer eine Gebühr für alles zahlen in Tokio. Ist es typisch, sich bei seinen Nachbarn vorzustellen beim Einzug? Nein. Ich habe das gemacht, das war den meisten Leuten hier absolut fremd. Das kann man schon machen, da ist nichts Verkehrtes dran, aber ich habe, wie viele Briefe, über 30 Briefe habe ich rausgegeben, weil ich halt hier irgendwie nebenan noch 2 größere Häuser habe, wo ein paar mehr Parteien wohnen. Und ich habe insgesamt 3 Rückmeldungen bekommen, 2 davon aus meinem eigenen Haus und dann eine von der gegenüberliegenden Straßenseite hat mir einmal gewunken und sich für den Brief bedankt. Ansonsten habe ich nichts, das ist aber auch normal. So, ist einfach nichts, was man erwartet. Wir sind Wasser- und Energiepreise. Strom ist verhältnismäßig günstig, so ähnlich wie in Deutschland. Wasser, das Ding ist, dadurch, dass man nicht mit Heizwasser, also mit Wasser heizt, also du hast halt kein Gas, also du hast Gas, aber das ist so günstig. Wasser hat man relativ wenig. Ich weiß nicht, was zahle ich denn für Wasser? Wasser und Gas ist zusammen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht auf Anhieb.
Das teuerste ist Strom, weil man mit Strom heizt auch und so. Hast du mal ein Video gemacht, in dem du die Vor- und Nachteile vom Leben in Japan aufzählst? Nö, ich habe halt diesen Podcast gemacht, in dem das halt alles so ausführlich besprochen wird. Ich habe halt heute auch drüber nachgedacht, ob ich nicht mal zum Thema mache, weil, also, es klingt immer alles so extrem kritisch, wenn ich darüber lese. Es gibt ja auch einen Grund, dass ich hier lebe, so, ne? Und wenn, ich muss halt sagen, dass ich fast jedes Mal, wenn ich aus der Tür gehe und spazieren gehe, ist hier ein Moment habe, wo ich hier rumlaufe und denke, ich bin richtig froh, dass ich hier bin. Ich fühle mich schon sehr wohl in Japan und ich könnte mir richtig gut vorstellen, auch noch Jahre hier zu bleiben. Ob das so ist, keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, einfach so an einem Punkt in meinem Leben, wo ich solche Aussagen für immer einfach nicht mehr tätige. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, wir heiraten für immer und ziehen dann für immer in ein Haus, aber das passiert mir einfach so nicht. Ich wohne jetzt in Tokio und ich wohne hier so lange, wie ich hier glücklich bin. Und im Moment bin ich sehr glücklich damit, in Tokio zu wohnen und in Japan zu leben. Und darum könnte ich mir eben auch vorstellen, hier vielleicht ein Haus zu kaufen oder so. Ich glaube, einer der wichtigen Gründe, warum ich in Japan ist, ist der offensichtlichste, der so lapidar klingt, aber für mich eine ganz große Rolle spielt. Für mich war es einfach so naheliegend, woanders hinzugehen. Ich war 30, ich hatte einen Job, der mir so fast aus... Also ich habe über Jahre meinen Job so verändert, dass ich immer und immer mehr von zu Hause bzw. von wo ich will arbeiten kann. Und dann, sag ich, ich war Anfang 30, hatte irgendwie genug Einkommen, obwohl auch, weil ich von unterwegs arbeiten konnte. Und dachte, ey, wir konnten finanziell nicht um die Welt reisen, als ich klein war. Ich konnte nicht in einem anderen Land zur Schule gehen oder so. Und ich habe noch nicht genug von der Welt gesehen. Und ich finde das voll schön, wenn man das so gar nicht hat. Aber mich hat es halt weggezogen. Nicht, weil mir Deutschland nicht gefällt, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich kann überhaupt nicht beurteilen, dass Deutschland mir gefällt, weil ich überhaupt noch nicht woanders war so richtig. Und ich hatte mal eine längere Zeit in Schweden verbracht oder war viel in Schweden, aber das mittlerweile sage ich halt, in Europa umziehen ist super, super schön und ist auf jeden Fall auch anders, aber das fühlte sich so immer noch so extrem im gleichen Kochtopf an. Für mich war der Umzug nach Frankreich schon krass. Ey, in ein anderes Land ziehen ist immer voll krass. Für mich war es nur einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte noch mehr. Ich hatte ja überlegt, eine Weile in die USA zu ziehen, das lag auch so daran, dass ich eben da eine Partnerin hatte zu der Zeit. Naja, und jetzt ist halt, für mich ist das ein Punkt, den ich an Japan mag. Dann muss ich halt ehrlich sagen, natürlich ist einerseits, und das klingt auch so lapidar, ist es halt super schön, einfach was Neues zu erleben. Also, wo zu sein, wo man vorher noch nicht war, wo viele Dinge noch spannend sind und wo auch vieles eine Herausforderung ist. Für mich ist so gut wie alles eine Herausforderung. In Deutschland war ich irgendwann an einem Punkt, an dem ich so das Gefühl hatte, na, irgendwie kriegt man das alles schon gelöst. Ich kenne halt, wen rufe ich an und so, und das ist halt irgendwie, das ist voll schön und das ist cool. Aber hier ist halt auch manchmal so schön, dass ich... Alles ist eine Herausforderung. Ich muss zum Bürgeramt gehen, ist eine Herausforderung. Muss ich mich vorher hinsetzen, mir ein Zettelchen vorbereiten, um Hilfe bitten. Alles ist neu, alles ist irgendwie aufregend und so. Und es macht halt auch Spaß. Das wird natürlich immer weniger mit der Zeit, aber es ist halt dann auch herausfordernd. Ja, so, dann halt eine große Rolle. Ich mag im Allgemeinen japanische Menschen sehr gerne. Das ist, also, wenn man nach Tokio kommt, fällt einem noch gar nicht so doll auf, dass Tokio verhältnismäßig kalter Ort ist für Japan, was so Zwischenmenschliches betrifft. Also, die meisten Leute wollen einfach ihre Ruhe haben und Leute sind super freundlich, aber halt auch nur nötig freundlich. So. Und wenn du aus Land kommst, triffst du das erste Mal Menschen, die halt so richtig herzlich, ehrlich, freundlich sind. Und ich sag nicht, alle hier sind unehrlich freundlich, aber auf dem Land ist es schon nochmal krasser, dass man nach dem Weg fragt, die Leute halt auch ins Reden kommen und wenn sie merken, du sprichst ein kleines bisschen Japanisch, erzählen die Leute dir was und geben dir Empfehlungen und sind richtig herzlich nett. So. Und das ist eben auch schön. Und das ist natürlich was, das ich nie so wahrnehmen werde wie Japaner. Ich meine, ihr kennt dieses Ding, ne, dass... Das haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Dieses Klischee, dass Japaner immer und überall einschlafen können. So. Und das ist einfach so. In der Bahn, Japaner und Japanerinnen schlafen einfach in der Bahn ein und wachen, ich weiß nicht genau, wie die das machen, aber wachen genau an der Station, wo sie hin müssen, auf. Ohne Wecker oder irgendwas. Die liegen da, sind komplett tot. So. Und dann die Station, ne, die Durchsage kommt, sie hören gar nichts, bewegen sich kein Stück. Tür klingelt, stehen auf, nehmen ihre Tasche und gehen raus. So. So aus dem absoluten Tiefschlaf. Und das, finde ich, ist nicht typisch Städter. Das hat was damit zu tun, wie sicher man sich fühlt. Ich würde niemals in den Tiefschlaf fallen in der Straßenbahn. Das geht für mich einfach nicht. Also ich meine, ich sage halt auch, wenn ich besoffen in Berlin im Bus einschlafe, dann ist mein Handy weg, mein Portemonnaie und wahrscheinlich meine Hose. So. Und Japan ist einfach ein extrem sicheres Land. So. Ich will nicht darüber, dass es hier, also es gibt hier genauso irgendwie Kriminalität, wie es das in jedem Land gibt. Aber es ist schon einfach ein extrem sicheres Land. Also die meisten meiner Freunde schließen ihre Eingangstüren nie ab. Fällt es in Japan mit Tätowierungen nicht krass auf? Na, auch da ist die Frage, kommt natürlich immer wieder. Und ich kann dann ehrlich sagen, der Vorteil ist, wenn ich in Deutschland bin,
und ich gehe irgendwo in den Laden und jemand glotzt mich an, dann ist, und da bin ich natürlich auch ehrlich, meine erste Vermutung, der guckt wegen der Tattoos. So. Weil viel anderes ist an mir jetzt nicht besonders herausstechend. So. Wenn ich jetzt nicht im kleinsten Dorf der Welt bin, wo jedem auffällt, dass ich von außerhalb bin, dann... Ne? So. Wenn ich hier angeguckt werde, habe ich keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich anders aussehe. Die Tattoos spielen vielleicht mit rein, aber vielleicht auch die Hautfarbe. Vielleicht habe ich einen Popel in der Nase, vielleicht auch nicht. Ich brauche mich einfach nicht fragen. Ist einfach egal. So. Und das, darum kann ich die Frage immer gar nicht beantworten, ob ich so krass raussteche. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass der Typ das vielleicht hört, was ich jetzt sage. Ne? Irgendwann hat Fayo mal was zum Podcast gepostet. Da hat irgendein Typ was drunter kommentiert, der auch irgendwie in Tokio lebt. Und Tokio findet so, ja, wenn man irgendwie aussieht wie ein Yakuza, ist halt kein Problem, dass man eine Wohnung findet. Ich finde, eins der größten Probleme ist das Relativieren von systematischem Rassismus, wenn es um Japan geht. Es gibt so nervige Super-Weeaboos, die alles an Japan geil finden und die sofort einen dummen Spruch machen, wenn du irgendwas darüber sagst, dass hier halt nicht alles aus Zucker ist. So. Und die Leute sind super nett und es gibt hier aber genauso, wie es überall sonst Rassismus gibt, gibt es hier Rassismus und der systematische Rassismus nervt einfach saumäßig. Sich auf eine Wohnung nicht bewerben können, weil man eine andere Hautfarbe hat, ist richtig beschissen. Egal, welche Hautfarbe man hat und egal, wo man herkommt. Das ist einfach richtig scheiße. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich tätowiert bin. Und wenn das so wäre, wäre das auch richtig beschissen. Das wäre auch richtig beschissene Diskriminierung. Naja, das ist aber einer der positiven Aspekte ist eben, und ne, wir haben jetzt schon das Negative gehört mit dem systematischen Rassismus, einer der positiven Aspekte ist, dass ich halt das Gefühl habe, dass viele Leute sehr bereit sind, einfach zu akzeptieren, dass ich nun mal aus einem anderen kulturellen Kreis komme. So. Und da bin ich natürlich auch privilegiert, weil ich aus einem kulturellen Kreis komme. Ich bin weiß, das ändert in den meisten Teilen der Welt eben schon was, auch wenn man viele Leute sich das gerne anders einreden möchten. Ich bin aus Mitteleuropa, aus einem verhältnismäßig reichen Land, habe eine gute Schulbildung genossen so. Und aus all diesen Dingen resultiert, dass ich natürlich wahrscheinlich auch eher in der Lage bin, irgendwie, ja, einen Blick durch die Tür zu werfen und die Chance zu bekommen, mich vorzustellen, bevor die Tür zu ist. Und ich glaube, das ist was, was ich in Japan ganz oft wahrnehme, dass Menschen, wenn ich Leute kennenlerne, habe ich sehr oft, wird mir die Chance gegeben, zu zeigen, wer ich bin. Und nicht, es heißt nicht automatisch, ja, nö, keine Chance, blöder Typ. Wird das von der Regierung begünstigt? Naja, also ich kann nur sagen, es ist halt legal. Es ist halt komplett legal, wenn in Tokio jemand sagt, ich möchte einfach kategorisch nicht an Menschen vermieten, die nicht in Japan geboren sind. Und wenn du dann reinkommst und du bist halt irgendwie, dein Vater ist aus Polen und das sieht man dir an, ist es völlig in Ordnung, dass der Vermieter sagt, nö, möchte ich nicht. Ich möchte keine Leute, die nicht voll japanisch sind. So, und das sollte halt einfach illegal sein. Das nennt man halt straight up Rassismus. So, oder zumindest Fremdenfeindlichkeit. Im Walking-Video kam auch Übergewichtigkeit auf, das wird auch mega verpönt und diskriminiert. Ja, gibt's ein sehr gutes Video auch zu Being Fat in Japan. Also, in Japan zunehmen, viele meiner japanischen Freunde auch, denen ist gar nicht so bewusst, dass das vielleicht nicht so schön ist, wenn man jemanden darauf hinweist. Also, wenn du ein bisschen was zunimmst, keine Angst, deine japanischen Freunde sagen dir das. Brauchst dir keinen Kopf machen. Das hörst du 2-3 Mal dann. So, hoi, hast du auch zugelegt, ne? Hoi, hoi, hoi. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist leider in großen Teil der Welt so, ne? Das relativiert das jetzt nicht, aber da sollten wir uns jetzt auch nicht auf die Schulter klopfen, ne? Wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Menschen in Deutschland stark übergewichtig sind und dann mal durch euren Freundeskreis geht und guckt, wie viele Menschen ihr kennt, die stark übergewichtig sind, ist bei den meisten, zumindest meiner Freunde und ich muss ehrlich sagen, bei mir selbst, eine Diskrepanz. Da passen Zahlen nicht zusammen. Selbst wenn es illegal wäre, wie will man nachweisen, dass man aus den Gründen abgelehnt wurde? Naja, wenn ich 100 Wohnungen vermiete und in 99 davon wohnen Menschen, die alle in Japan geboren sind, japanisch aussehen und japanisch sprechen, dann ist schon relativ naheliegend, dass das so ist. Ne? Und das ist auch nicht, also, das ist nicht so, dass das versteckt wird. Die Leute sagen dir das einfach ins Gesicht. Also, nur mal so, Fun Fact, in Deutschland ist das illegal. Ne? In Deutschland darfst du nicht einfach Leute ablehnen wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft. Gibt es auch Gesetzeslücken, so ne, wie das Gesetz für Vielfältigkeit im Bau, aber es ist was anderes. Wir wollen darüber jetzt nicht reden. So, aber jetzt kommen wieder was zu Positiverem. Wir kommen immer sehr schnell wieder in was, wie ist der Vergleich? Was mir eben auch sehr gut gefällt ist, und das ist vielleicht auch, ich will nicht sagen, in Deutschland ist die Natur nicht schön, aber wir sind relativ gut darin, dass wir kleine Flecken echt so klein halten, also dass wir unberührte Flecken so klein halten, wie es geht. Es gibt wunderschöne Natur in Deutschland. Also gerade so alles, was irgendwie Richtung Ostdeutschland rausgeht, gibt es wunderschöne Landstriche, Schwarzwald ist schön, im Süden gibt es immer noch tolle Wälder und so, aber so wirklich unberührte große Strecken Natur findet man leider immer seltener. So. Und das hat man in Japan dann schon einen Ticken mehr und es kommt natürlich dazu, dass ich den Luxus habe, dass ich die Natur hier noch nicht so gut kenne. Für mich ist das alles noch ein Ticken aufregender.
Das heißt, für mich ist auch, ich finde das Land auch einfach unglaublich schön. Und das ist natürlich sehr subjektiv. Mir gefällt japanische Ästhetik sehr gut, sowohl was irgendwie Bauweise betrifft, als auch, keine Ahnung, das ist halt schön, wenn man rumläuft und man findet, dass die meisten Leute gut angezogen sind. So. Und wenn man halt draußen ist einfach und irgendwie, man ist irgendwo im Wald und das ist einfach so eine Art Mischwald aus Tropenwald und irgendwie mitteldeutschem Mischwald, ist halt schon voll schön. Und ich glaube, das sind tatsächlich schon so die größten Faktoren. Ich meine, klar, es gibt immer Kleinigkeiten. Wenn mich Leute fragen, was fehlt mir, dann sage ich am ehesten die Leute. Also, so wie mir, das Einzige, was mir daran fehlt, eine Weile nicht nach Amerika zu fahren, sind einfach meine Freunde und gute Menschen, die ich in Amerika treffe. So ist eine der wenigen Sachen, die mir für Deutschland fehlen, sind Deutsche. Die Unterhaltung, die man so führt, die Mentalität, die man einfach hat und so. Kultur also. Ja, ich würde halt das Zwischenmenschliche sagen. Wie ähnlich sind deiner Meinung nach Deutsche und Japaner? Also ich glaube, unsere Gesellschaften haben Dinge gemeinsam. Wie zum Beispiel, dass Arbeit einen sehr hohen Stellenwert hat. Und das ist einerseits natürlich schön, weil es dafür eine große Akzeptanz gibt, weil das Umfeld stark darauf ausgelegt ist. Auf der anderen Seite baut das natürlich auch sehr viel Druck auf. Weil sehr viel Selbstwert durch Arbeit kommt, sehr viel. Also auch so Arbeit wird so extrem hochgestellt in ihrer Bedeutung, was irgendwie die Gesellschaft betrifft und auch so die persönliche Verwirklichung. Das ist halt echt krass. Ja, auch so Familienentwurf ist sehr ähnlich, würde ich sagen. Also so, ne, Mutter, Vater, ein, zwei Kinder, man kauft sich ein Häuschen, zieht die Kinder groß, fährt ab und zu mal in Urlaub und so. Also so wie Familie empfunden wird, ist sehr ähnlich. Also keine Ahnung, ich kenne zum Beispiel von Freunden aus anderen Kulturkreisen oder Ländern, dass der Familienbegriff größer oder kleiner ist. Dass ich halt Kumpels habe, die sagen, ey, das ist mein Onkel. Und wenn ich frage, ach krass, von welchem Elternteil ist denn das der Bruder oder so, dann sagen die, das ist der Bruder von irgendwem, das ist einfach mein Onkel. Und dann sage ich, ah, okay, krass. Habe ich halt noch nicht so drüber nachgedacht.